Ja, solche Schmuddeleien muss man im Kaffee ersticken. Link, halten Sie endlich mal die Fresse. Im Keim ersticken, meinte ich. Die Fresse halten, ist schon klar. Das Codebuch? Nein, ich habe keins verloren. Aber ich kenne den Vollidioten, der es verloren hat. Dicker, ich hab's vor mir in der Hand. Codebuch G. Also ich denke, da wird sie irgend so ein Laus auf die Rolle geschoben haben, nicht wahr? Absolut nicht, ich kann gar nicht lachen. Das ist mein Asthma. Versuch. Bronchialtee mit Kampfer. Wie heißt der? Ludwig Linkmeier. Aha, also ein Wurstkocher. Nein, ich möchte nicht, Wutzi. Marlene mit die geilen Beine. Du. Oh, hin. Ich will jetzt, dass Sie zu mir sagen, klingt dein Waren ist fertig. Na, meinetwegen, klingt dein Waren ist fertig. Duzen im Dienst verbitte ich mir. Ich will jetzt hören, Ihr Waren ist fertig. Nun sagen Sie das. Ihr Waren ist fertig. Das beste Essen, die feinsten Weine hab ich bestellt. Nun darf ich mal ganz alleine mit dem achtgängigen Menü die Plauze verlauen. Ich hab heute Abend noch nichts vor. Sie haben was sehr Feines vor heute Abend. Während ich esse, werden Sie an meinem letzten Transportmittel Wache schieben. Hol Prinz Ratskeller, los, schnell von... Jawohl, Herr Kommandant. Dabei ist sie schon so oft überholt worden. Wenn die überholt worden ist, dann ja wohl nur von Fahrrädern. Nun los, geben Sie Gas, Mensch! Ja! Halten Sie Ihre Mütze fest, der Kommandant geht los! Er will Sie sprechen. Er sagt, das sei ein Befehl. Ja, das ist was anderes. Gestatten Sie. Ich habe keine Zeit mehr, Klink. Wenn Ihnen die Kiste auf der Nase zuklappt, dann haben Sie viel Zeit. Und da Sie einen sehr entschlussfreudigen Menschen vor sich haben, warten Sie, bis ich wieder hier bin. Gehen Sie einen Kaffee saufen. Schluss jetzt! Ich meine, Schluss jetzt! Sagen Sie mal, Sie sehen ja aus wie eine Gülletonne. So kann man doch nicht herumlaufen.